Hier wollen wir uns nochmal anschauen, wie dieser Affe sich im Magnetfeld bewegt, wenn er auf einer Leiterschleife hängt. Das Ganze ist unter dem Thema Lorentzkraft und Richtungsabhängigkeit zu klären. Lorentzkraft ist die Kraft, die sich ausbildet, wenn eine Ladung sich bewegt mit der Geschwindigkeit V in einem Magnetfeld. Da steht das Kreuzprodukt. Auch kann man schreiben als Strom mal Leiter. In dem Fall wäre das eher der Leiter Kreuz B. Schauen wir uns das an, wie es aussieht. Also nehmen wir einen Wechselstrom. Das heißt, die Polarität ändert sich in dem Strom und wir hängen diese Leiterschleife in Magnetfeld hier durch diesen Permanentmagneten gezeigt und es kommt zu dieser Schwingung. Das heißt, es funktioniert nur, wenn die Richtung der Kraft sich ändert. Hier ist mit der gleichen Stromrichtung, das ist das gleiche Kabel, gezeigt, was sich passiert, wenn man den Magneten umdreht. Das heißt, das zweite Tier bewegt sich gerade in die entgegengesetzte Richtung. Wenn man jetzt als Test wieder den Magneten umdreht, ein bisschen schneller vorgespult, weil sich das einige Zeit braucht, bis sich das einpegelt, sieht man wieder, beide Leiterschleifen sind in Phase. Wenn die Magnetfeldrichtung geändert wird, einfach indem man den Magnet kippt, sieht man auch, gut, die Bewegung ist offensichtlich nicht da, keine Schwingung. Wenn der Magnet anders geformt ist, diese Experimente könnte man mit jedem Magnet machen, sieht man auch, es hängt von der Richtung wohl offensichtlich ab, wie die Kraft aussieht. Ist doch merkwürdig und verdient, da noch mal ein bisschen genauer hinzugucken. Schauen wir uns das noch mal an, indem wir die Richtungsabhängigkeit klären. Wir haben, hier steht es, L, Leiterschleife, Kreuz B. Das heißt, wenn wir den Strom in die Richtung haben, das B-Feld, so gibt es eine Kraft in diese Richtung, dreht sich die Stromrichtung um, weil wir Wechselstrom haben. Also in die Richtung ist das B-Feld, das B-Feld bleibt, Entschuldigung, die Kraft in der entgegengesetzten Richtung. Und wenn man die Frequenz des Wechselstroms gerade so, also das Umschalten, gerade so anpasst, dass es in Phase ist mit der Eigenfrequenz dieser schwingenden Leiterschleife, dann kriegt man das so hin, dass immer dann die Kraft der Lorentzkraft, die Lorentzkraft gerade dann in Richtung der Bewegung wirkt und sich umkehrt, wenn auch die Leiterschleife in die andere Richtung schwingt. Das Ganze hier nochmal skizziert, heißt also nichts anderes, Strom läuft irgendwie durch diese beiden Leiterschleifen und wenn die B-Feldrichtung umgekehrt ist, dann ist die Kraftrichtung umgedreht. Soweit klar. Wenn das Magnetfeld anders liegt, das heißt in der Richtung, hier in Richtung der Schwingungsrichtung, wird eine Kraft sich nur ausbilden nach oben und unten und deswegen die Leiterschleife nicht bewegen können. Nur anheben und nach unten ziehen, aber das sehen wir kaum. Der andere Magnet, auch hier gezeigt, bildet ein Feld aus, was irgendwie anders geformt ist und die Kraftwirkung ist dementsprechend anders. Okay, so viel zu diesem Thema. Details dazu in der Vorlesung Einführung in den Elektromagnetismus. Ich glaube, das ist Kapitel 9, da geht es um die Beschreibung von dieser Lorentzkraft. Tschüss.